Es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Weil ich so häufig gefragt werde, geht das mit dem Akkordespielen auch irgendwie leichter? Gibt es da irgendwie einen Weg außenrum? Kann ich mich da irgendwie ein bisschen durchdribbeln? Und die Antwort ist, Leute, das Leben ist nicht TikTok. Man lernt komplexe Sachverhalte und Techniken nicht in 30 Sekunden, auch nicht in einem 30 Minuten YouTube-Video, um ehrlich zu sein, und auch nicht durch den neuen perfekten Online-Kurs. Und schon gar nicht von irgendwelchen Apps, die dich nicht begleiten und dir nicht die beste Unterstützung in deinem Vorankommen geben. Wahrscheinlich mit einem guten Lehrer, der auf dich eingeht, der deine Stärken und Schwächen sieht und dich in dem weiterbringt, wo du gut bist, und dich unterstützt in dem, was du noch nicht so gut kannst. Aber am Ende bleibt es immer an dir und deiner Selbstdisziplin, deiner Freude, dein Durchhaltevermögen in Wechselwirkung mit dem, was du von dir selber erwartest und welche Ziele du dir setzt. Klar gibt es Methoden, schneller in einen Lernprozess einzusteigen und deine Lernkurve stetig hochzuhalten bzw. schnell zu steigern. Ich zeige dir heute beides. Einmal technische Tipps, wie du deine Akkorde durch die Spielweise verbessern kannst und dies in deinen Alltag mit implementieren kannst, ohne dass du dich dabei überforderst und in deinem Übungsflow bleibst. Ich teile dieses Video in drei Teile auf. Zum einen ein grundsätzliches Verständnis über Akkorde und Töne auf der Gitarre. Dann gehe ich auf die Leerseitenakkorde an und wie du sie am einfachsten wechselst. Und am Schluss steht der Punkt mit Freude üben, wie du mit Spaß und Freude in deine Lernsession reinstarten kannst. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Alexa, was ist ein Akkord? Als Akkord bezeichnet man den harmonischen Zusammenklang mehrerer Töne. Dabei können zwei, drei, auch mehr Töne gleichzeitig erklingen. Ah, okay, alles klar. Was da vielleicht noch wichtig ist hinzuzufügen. Erstens, je nachdem, wo ich diese drei oder vier passenden Töne zusammenspiele, verändert sich der Sound des Akkordes. Zweitens, die Art und Weise, wie ich den Akkord greife, definiert, wie ich ihn bezeichne. Und je nachdem, aus welchen drei oder vier Tönen der Akkord besteht, verändert sich die Klangfarbe des Akkordes. Diese Klangfarben haben verschiedene Namen. Die berühmtesten Vertreter dieser Klangfarben sind die Bezeichnungen Dur und Moll. Dur-Akkorde ordnet man einem fröhlichen und aufhaltenden Stimmungsbild zu, während Moll-Akkorde eher schwer und traurig wirken. Die Stimmungsbilder der Akkorde wird dann häufig auch dafür benutzt, um Lieder mit einer gewissen Atmosphäre zu füllen. Lieder, die viel Herzschmerz und Depression beinhalten, haben ihr tonales Zentrum, ihr atmosphärisches Zentrum meistens bei Moll. Und Lieder, die fröhlich sind und aufheiternd wirken, so Sommerhits, haben ihr tonales Zentrum eher bei Dur-Akkorden. Wie gesagt, gibt es Akkorde nicht nur in einer Position auf dem Griffbrett, sondern an vielen verschiedenen Positionen. Mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich kann ein G-Dur zum Beispiel so, 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 so oder so spielen. Je nachdem, wie ich meine Finger auf dem Griffbrett anordne, liegen sie an unterschiedlichen Stellen und das verändert den Klang des Akkordes. Die berühmtesten Akkorde, die so ziemlich jeder kennt, sind diejenigen, die so bei Lagerfeuer-Sessions oder in der Begleitmusik angewandt werden und die werden Leerseitenakkorde genannt, weil bei dieser Akkordvariante auch offene Saiten mitschwingen dürfen. Diese sind an folgenden Merkmalen zu erkennen. Leerseitenakkorde werden meistens zwischen dem ersten und vierten Bund gespielt. Sie werden mit maximal drei Fingern gespielt. Beim Spielen werden auch Saiten mitgespielt, die nicht gegriffen werden. Darum auch der Name Leerseitenakkorde, weil auch leere Saiten mitspielen. Und jeder Akkord hat seine bestimmte und ganz eigene unike Form, wie er gegriffen wird. Die Leerseitenakkorde kann man in der klassischen Haltung spielen, wobei der Daumen hinter dem Griffbrett ist, das Handgelenk leicht vorgeschoben ist und die Finger wie ein Regenbogen über die Saiten drüber gehen und mit der Fingerspitze auf die Bünde treffen. Oder mit der Baseballhaltung, dabei greifst du einfach mit der Hand, wie wenn du jemandem die Hand geben würdest, um den Gitarrenhals herum und legst den Daumen über das Griffbrett. Die Finger kommen hier leicht von links angeordnet rein und du kannst die Finger auch wie so ein Regenbogen über das Griffbrett legen, sodass wieder auch die Fingerspitzen
auf das Griffbrett drückt. Du solltest für dich selber entscheiden, welche Haltung, ob die klassische oder die Baseball-Haltung für dich besser ist. Jede Hand, jeder Körper ist verschieden und deswegen musst du für dich selber entscheiden, was für dich angenehmer ist und womit du dich wohler fühlst. Zu jedem dieser Buchstaben gibt es einen passenden Dur- oder Moll-Akkord. Aber nicht alle dieser Buchstaben haben einen passenden Dur- oder Moll-Leerseiten-Akkord. Darum solltest du dich, sobald du die Leerseiten-Akkorde richtig gut kannst, an das Thema Barré-Akkorde austricksen ranmachen. Und so gehen jetzt die Leerseiten-Akkorde. A-Dur. Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger geben auf den zweiten Bund von D-, G- und B-Seite. A-Moll. Zeigefinger geht auf den ersten Bund der B-Seite, Mittelfinger geht auf den zweiten Bund der D-Seite und Ringfinger geht auf den zweiten Bund der G-Seite. Bei einem A-Moll-Akkord ist die E-Seite abgedämpft. C-Dur. Du nimmst den Ringfinger hoch und legst ihn auf den dritten Bund der A-Seite. Die anderen beiden Finger bleiben gleich wie beim A-Moll. D-Dur. Zeigefinger und Mittelfinger auf den zweiten Bund der G- und E-Seite und zwischen die beiden eins davor, also auf den dritten Bund der B-Seite, kommt der Ringfinger. Dieser Akkord wird ab der A-Seite gespielt. D-Moll. Mittelfinger geht auf den zweiten Bund der G-Seite, Zeigefinger geht auf den ersten Bund der E-Seite und der Ringfinger geht auf den dritten Bund der B-Seite. Dieser Akkord wird ab der D-Seite gespielt. E-Dur. Der Zeigefinger geht auf den ersten Bund der G-Seite, der Mittelfinger geht auf den zweiten Bund der A-Seite und der Ringfinger geht auf den zweiten Bund der D-Seite. Alle Seiten werden gespielt. Beim E-Moll nimmst du deinen Zeigefinger einfach bloß runter. Fehlt noch G, dazu nimmst du den Mittelfinger auf den dritten Bund der E-Seite, genauso wie den Ringfinger auf der anderen Seite der E-Seite und der Zeigefinger geht auf den zweiten Bund der A-Seite. Und das F, ein bisschen wie das C gespielt, auch Zeigefinger wieder auf den ersten Bund der B-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der G-Seite und Ringfinger auf den dritten Bund der D-Seite. Auch hier wird wieder ab der D-Seite gespielt. Und diese Akkorde kannst du immer im Kreis spielen. Wenn du die Akkorde spielst, achte darauf, dass du nicht zu viel Kraft auf den Akkord aufwendest. Du solltest gerade so mit den Fingern draufdrücken können, dass gerade so der Ton entsteht und nicht zu viel. Es wird kein Wasser aus der Gitarre rauskommen, egal wie fest du dran presst. Achte darauf, dass dein Arm ein kleines bisschen Abstand zum Körper hat, deine Schulter locker ist und deine Hand schön gerade Richtung Griffbrett. Wenn du die Akkorde schon kannst, hier nur ein paar Tipps, wie du sie üben kannst, dass du sie schneller wechseln kannst. Lerne die Akkorde zu fühlen. Jeder Akkord hat seine eigene, unique Weise, wie er gegriffen wird. Und diese Greifweise kann ich auch übernehmen, wenn ich die Finger von der Gitarre runter mache. Merken tue ich mir das, indem ich mir merke, wo meine Finger miteinander verbunden sind. Das sind beim A-Moll hier der zweite und dritte Finger und hier der erste und zweite Finger. Und indem ich diese Form wieder nachempfinde, kann ich schon in die Position meines Griffs reingehen und dann viel leichter in den Akkordgriff reinkommen. Achte darauf, dass du nicht hinguckst, während du den Akkord greifst, sondern übers Hören und über das Fühlen des Akkords definieren kannst, ob du den Akkord getroffen hast oder nicht. Kannst du schon hören, ob es ein A-Moll ist oder ob der A-Moll eventuell falsch gegriffen ist? Kannst du fühlen, ob deine Finger sauber auf den Bündner aufsitzen, die Finger gut über das Griffbrett rüberreichen und alle Töne klingen, die klingen sollen? All das ist eine Sache, die im Feingefühl in den Fingern entsteht und nicht übers Auge. Deswegen versuche zu spüren, ob du richtig im Akkord drin bist und überprüfe es mit deinem Gehör, nicht mit den Augen. Wenn du dich selber ein bisschen austricksen willst, nimm dir ein Handy oder setz dich vor den Spiegel, denn auch hier geht wieder der Blick nach außen, aber das überprüfende Organ ist hier wieder das Ohr und nicht das Auge. Lerne die Akkorde möglichst in einer Bewegung aufzusetzen. Wenn du noch überprüfst, erster Finger, zweiter Finger, dritter Finger, bist du noch viel zu sehr im Prozess drin, zu verstehen, wie deine Finger überhaupt angeordnet werden. Sobald du im Akkord drin bist, versuche einzelne Finger hochzunehmen und wieder aufzusetzen. Oder zwei Finger
immer nur einen Finger. Dann versuche, alle drei Finger hochzuheben und wieder aufzusetzen. Dann versuche, so weit wegzugehen wie möglich, auch wieder in deiner Haltung drin zu bleiben vom Akkord und wieder zurückzukommen. Sich bewusst zu machen, wie sich ein Akkord anfühlt, ist fast 50% dessen, dass ihr Akkorde gut wechseln könnt. Denn letztendlich ist das Spielen eines Akkordes nichts anderes als die Rekonstruktion einer motorischen Bewegung, die du immer wieder wiederholst. Umso öfter du das machst, umso leichter wird dir das fallen. Dazu musst du dir aber erstmal bewusst machen, um welche Bewegung es sich überhaupt handelt. So viel zum praktischen Teil. Aber wenn du keine Freude am Üben hast, dann bringt die ganze Überei eigentlich auch nichts. Hands down. Ist Gitarre üben mehr so eine Sache für dich, wo du sagst, lieber ein bisschen mehr Fortnite zocken oder so ein, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Dann wird es Zeit, dass du dein Mindset fürs Üben ein bisschen justierst. Mit dem Wort üben und lernen wird nämlich häufig so ein ganz unangenehmes Gefühl verknüpft, indem man Zwang spürt, indem man eine Verpflichtung spürt, was zu machen und wo man sich für selber rechtfertigen muss. Und eigentlich sollte das gar nicht so sein. Denn bevor du den ersten Schritt gemacht hast, nämlich die Gitarre zu üben, hast du dich schon wieder im Kopf blockiert. Aber ich verrate dir mal was. Das ist dein Hobby. Niemand zwingt dich, irgendetwas zu tun, worauf du keine Lust hast, und schon gar nicht solltest du dich selber in eine Situation bringen, wo du dich zu etwas verpflichtest, worauf du keine Lust hast oder was für dich bloß nach Verpflichtung und Verantwortung stinkt. Und es sollte dich niemand zu etwas zwingen, etwas zu tun, worauf du keinen Spaß hast. Nicht dein schlechtes Gewissen und schon gar nicht deine Eltern. Deswegen, liebe Eltern, wenn es um die Übungszeit eurer Kinder geht, entspannt euch, alles gut. Eigendisziplin hat nichts damit zu tun, dass man das jemandem beibringt. Schaut mich an. Ich war einer der faulsten Schüler auf der Welt. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Und trotzdem habe ich was gefunden, was mich begeistert und was mich viele, viele, viele Stunden am Tag beschäftigt, was meine Rechnungen zahlt. Ich könnte auch als Erzieher meine 8 Stunden am Tag runterreißen und würde wahrscheinlich genau dasselbe verdienen, wie ich jetzt gerade tue. Mache ich aber nicht, weil ich etwas habe, was ich liebe, was ich gerne tue, nämlich jungen und alten Menschen meine Begeisterung an diesem wunderschönen Instrument teilwerden zu lassen. Long story short, das erste, was du tun solltest, ist den Gedanken aus dem Kopf zu verbannen, dass Üben etwas Schweres und etwas Doofes ist. Üben ist cool und macht Spaß. Sag dir das immer wieder und sag es dir auch laut. Üben ist cool und macht Spaß. Und jedes Mal, wenn du übst, kommst du ein kleines Stückchen weiter voran. Und jedes Mal, wenn du übst, wirst du ein kleines bisschen besser. Jedes Mal, wenn du übst, entwickelst du dich auf der Gitarre und auch in deiner Selbstdisziplin weiter. Für den zweiten Grundgedanken, den du dir schaffen solltest, ist: Ich schaff das. Wenn du mit einem positiv gestärkten Selbstbewusstsein an Aufgaben herangehst, die dich nicht überfordern, und ein guter Lehrer, der weiß, welche Aufgaben er dir geben muss, damit du in die nächste Stufe deines Lernens, deiner Selbstentwicklung weiterkommst, der hilft dir, dass du durch dich selbst erfahren kannst, wie Selbstverwirklichung funktioniert. Denn nur du durch dich selber kannst dich stärken. Und wenn du dir immer wieder sagst, ich kann das schaffen, egal wie lange es braucht, ich arbeite weiter dran, ich werde es versuchen, ich kann das schaffen, dann wirst du auch wirklich weiterkommen. Ich verspreche es dir. Mach dir klar, jedes Mal, wenn du übst, wirst du ein kleines bisschen besser. Mach dir klar, du kannst das schaffen. Du kannst den nächsten Step schaffen. Du kannst den übernächsten Step schaffen. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber du kannst das schaffen. Und wenn du dich ärgerst, dass du Dinge noch nicht so gut kannst, wie du sie dir vorstellst, dann mach dir klar, dass das wahrscheinlich nur, weil du dir umso besser zuhörst, umso öfter du übst, umso besser du vorankommst, wirst du natürlich auch kritischer mit dir werden und dir werden Dinge auffallen, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Was dann letztendlich das Gefühl erzeugt, so, Moment mal, werde ich jetzt plötzlich schlechter? Nein, du wirst nicht schlechter. Du wirst genauer, du hörst besser zu, du achtest besser auf das, was du spielst. Und das wiederum erzeugt das Gefühl, ich komme gar nicht voran. In Wirklichkeit kommst du voran. Ich kann dir nur als Tipp geben, nimm dich selber auf, entweder am Computer, per Handy oder sonst irgendwo, und beobachte mal deinen Progress über mehrere Wochen, Monate. Und du wirst merken, wenn du das mal ganz genau anguckst, du wirst besser. Auch wenn du das Gefühl hast, so, ich krieg das nicht hin. Du schaffst das und jedes Mal, wenn du übst, wirst du ein kleines bisschen besser.
Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Dein Tonio.